Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich freue mich ganz besonders, euch heute mal wieder hier zu einem Radfahrvideo begrüßen zu dürfen. Und was gibt es Schöneres an so einem sonnigen Herbsttag wie heute hier in Göttingen, als eine Radtour zu unternehmen. Ja, ich bin in Göttingen, meine älteste Tochter, die Ina, studiert ab heute hier in Göttingen. Ja, und ich habe sie am Wochenende hier hingebracht und jetzt schaue ich mir ein bisschen die Stadt an. Und das wird wahrscheinlich auch mal ein Video sein, was sie sich auch anguckt von mir, damit sie weiß, wo sie demnächst hier studiert. Wir waren noch nicht sehr oft als Familie hier in Göttingen. Ich war auch selbst nur ganz selten hier. Wir haben zwar Verwandtschaft, aber trotzdem ganz selten mal einen Abstecher hier hingemacht. Aber eigentlich schade, wenn ich mir das hier angucke. Und ihr habt ja gerade schon die ersten 10 Meter Drohne gesehen. Ist eine wunderschöne Gegend und der herbstliche Wald hier im Hintergrund. Wunderbar. Ja, meine Tour startet hier oberhalb von Göttingen heute am Bismarcktor. Da bin ich gerade hingeradelt. Ich habe das gesehen. Ich habe in der Jugendherberge übernachtet. Das Studentenwohnheim bietet da nicht so ganz viel Platz für eine komplette Familienunterbringung. Jedenfalls Jugendherberge auch wunderbar. So 80er-Jahre-Stil, da fühlt man sich gleich 30 Jahre jünger. Ich übernachte ja gerne in Jugendherbergen. Jedenfalls von der Jugendherberge aus habe ich das hier gesehen, dachte mir, da radelst du jetzt mal rauf, da beginnst du deine Tour. Und ich gucke mir mal an, wo das Töchterchen demnächst hier unterkommt. Genug der Reden hier im Vorfeld, ihr wollt die Radtour sehen und damit geht es jetzt auch los. Ich bin jetzt mit meiner neuen Actioncam, der GoPro 9, unterwegs und die hat ja eine wahnsinnige Bildstabilisierung und die habe ich ganz bewusst jetzt mal halb ausgeschaltet. Man kann da so Stufen einschalten. Die ersten Aufnahmen waren mir so stabil, das ist dann so unreal, wie ich finde. Und ups, jetzt runter. Komm, mit einer Hand bremsen. Das ist dann so unreal. Ich denke mir, so ein bisschen wackeln ist ein bisschen natürlicher. Schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob das wie auf Schienen ganz stabil sein soll aus eurer Sicht oder so ein bisschen natürlicher. Ich mache es zwar sowieso so, wie ich das will, aber mich interessiert das schon, was ihr dazu meint. Ist ganz schön hügelig hier. Ist ja auch schon fast Harz, die Gegend. Hier durch die Äste, durch das Laub kann man die Jugendherberge hier in Göttingen sehen. Ich denke mal, ich nehme euch nach der Tour einmal kurz mit rein, machen wir eine kleine Roomtour hier, Jugendherberge Göttingen. Guck mal, herrlich hier, ne? Ich stehe total auf diese alten Häuser mit so Türmchen. Und noch so ein Soldat mit Schild drauf. Wunderbar. Tippitoppi. Ich bin hier gerade auf dem Radschnellweg in Göttingen unterwegs. Göttingen ist ja auch eine Studentenstadt. Jeder fünfte Einwohner ist Student. 120.000 Einwohner hat die Stadt. Nachdem, was ich jedenfalls bei Wikipedia gelesen habe. Und dieser Radschnellweg führt hier halt durch Göttingen und das finde ich eine feine Sache für Radfahrer. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, hier seht ihr das historische Rathaus von Göttingen, 14. Jahrhundert. Unten natürlich gute Gastronomie drin. Und hier der Brunnen ist der Gänselieselbrunnen. Die Gänseliesel ist, wenn ich das richtig gelesen habe, die meistgeküsste Frau Deutschlands oder sogar der Welt. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Weil alle Doktoranden hier in Göttingen, die praktisch erfolgreich ihre Doktorarbeit abschließen, gehen zu Gänseliesel und kriegen dann ein Küsschen. Und hier vor dem Rathaus zum Gedenken, zur Erinnerung an den antisemitischen Anschlag auf die Synagoge von Halle am 9. Oktober 2019. Weihnachtsmarkt, ich weiß nicht, ist der ganzjährig? Wahrscheinlich nicht. Cool. Oh, mit Mundschutz da oben.
Ja, liebe Leute, ich muss euch sagen, ich habe mich schon so ein bisschen verliebt hier in Göttingen mit dem alten Fachwerk hier. So eine Fahrradstadt. Ich glaube, von hier aus kann ich noch so einige schöne Touren starten. Der Harz ist in der Nähe. Wie gesagt, südöstliches Niedersachsen, südliches Hessen. Im Osten dann Thüringen. Eisenach ist nicht weit. Leipzig auch nicht so wirklich. Ich bin total begeistert. Leute, ist das nicht herrlich? So diese Herbstfärbung am Laub. Ich bin schon wieder schwer begeistert hier. Diese Ruhe in so einem Kindergarten vorbei. Das kleine Flüsschen hier ist übrigens die Leine und ich bin jetzt hier mit meinem Päuschen auf den Leinewiesen gelandet. Ich hoffe, ich erzähle das auch alles richtig, nicht, dass noch jemand, der hier wohnt, das Video sieht und dann denkt, alter Schwede, was ist denn das für ein Typ, kommt zum ersten Mal hier hin und erzählt nur Quatsch. Ich hoffe nicht. Ja, liebe Leute, ich bin in den letzten anderthalb Stunden jetzt 8,5 Kilometer geradelt. Da sagt noch mal einer, dass so ein Pedelec, so ein E-Bike, schneller ist als ein normales Rad. Weit gefehlt. Nee. Und ich muss auch noch späten Nachmittag wieder ankommen an der Jugendherberge. Das darf jetzt nicht zu lange dauern hier heute, weil ich noch einen Auftrag habe fürs schwedische Möbelhaus. Das ist in Kassel, das sind noch 50 Kilometer von hier. Und da muss ich unbedingt heute noch tätig werden. Ist ja auch total spannend für mich hier heute. In jede Ecke, die ich komme, weiß ich überhaupt nicht, was ich da zu sehen bekomme. Wenn man so eine Tour unternimmt in einer Gegend, wo man halt noch nie war. Ne? Die Tour hat mich jetzt hier an den Kiessee geführt. Das ist auch alles hier richtig stadtnah. Bin ja, wie gesagt, noch gar nicht so weit geradelt. Aber auch da hinten der Wald mit den Herbstfärbungen. Wunderschön, wunderbar. Hier so als Naherholungsgebiet. Tippitoppi. Shadow fall and hope is gone.
viel mal zum Thema Nachhaltigkeit. So wie das hier aussieht, ist das Fahrzeug ja noch im Gebrauch. Und da werden keine Ressourcen verschwendet. Das ist bestimmt schon ein paar Tage unterwegs. Ja, die Tour führt mich jetzt südlich raus hier aus der Stadt Richtung Eschwege und Richtung Friedland. Und Friedland, der Ort sagt mir was, da gibt es doch diese, gab es dieses Auffanglager Friedland, gibt es das immer noch? War das nicht damals nach dem Krieg für die Leute, die aus dem Osten rüberkamen? Ihr wisst das doch bestimmt, ne? Kommentiert mir das ruhig, bringt meine Erinnerung da, meine geschichtlichen Kenntnisse mal ein bisschen auf den Vordermann. Und wie gesagt, ich fahre jetzt hier in Richtung Friedland, aber ich glaube nicht ganz bis nach Friedland. Nee, das Navi sagt schon wieder links abbiegen. Hier geht's weiter. Vom Weiten dachte ich gerade, das ist hier so ein Tower von so einem Flugplatz, aber nee, ist der Deutsche Wetterdienst. Kick es mal. Ist auch ein schöner Arbeitsplatz, ne? Kommt viel Licht rein. Aber von wegen Tower ist ja doch irgendwie Flugwetter, oder? Ich habe jetzt mal gerade so knapp die halbe Strecke geschafft und ich wollte mal noch was zu essen machen. Ich glaube, ich werde das mal ein bisschen abkürzen, hier ein bisschen ändern. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Und ich zeige euch mal eben, was ich hier geplant habe heute. Das ist ja auch alles ein bisschen kreuz und quer. Das heißt, ich fahre ja nie weit weg richtig. Aber diesen großen Bogen, den spare ich mir jetzt und muss mal gucken, ja, dass ich hier irgendwie nach Göttingen wieder zurückkomme, noch solange das schwedische Möbelhaus auf hat. Sonst sehe ich heute Abend in traurige Augen, das geht nicht. Radfahrer und Anlieger frei. Hier auf dem Rheinshof und hier muss ich rüber radeln. Ich habe mich gerade schon gewundert, ich dachte mir, bin ich jetzt völlig falsch. Was das denn ist? Das ist ein privater Bauernhof, aber ist schon richtig ein großes Gut hier, glaube ich. Ne? Hier hat jemand den Mais zu lange stehen lassen. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, dann wird das Popcorn-Mais. Und die Sorte lässt man extra lange auf dem Feld. So. Das lädt so ein bisschen ein hier, ne? Mit dem Streuobst hier.
so einen Apfel mitzunehmen. Aber das darf man ja nicht. Mache ich das natürlich auch nicht. Im Hintergrund hört man den kleinen Wasserfall plätschern, idyllisches Örtchen. Aber es gibt auch hier keine Möglichkeit, irgendwie eine Pause zu machen, sich hinzusetzen. Keine Bank, mit Tisch schon gar nicht. Und das habe ich heute, glaube ich, den ganzen Tag noch nicht gesehen. Also wenn ich mir so bewusst zurückerinnere, wo ich lang geradelt bin, da war jetzt nie irgendwie eine Bank zum Rasten irgendwie für Wanderer oder auch für Radfahrer, so wie mich. Und letzte Stunde habe ich auch bewusst dahin geguckt, weil ich mir was kochen möchte. Ja, gut, dass ich meinen Faltsessel dabei habe, da kann mir da ja nichts passieren. Dann suche ich mir jetzt halt ein Örtchen, wo es mir gefällt, wo ich das schön finde. Und dann gibt es endlich was zu essen. Ich freue mich. Mal guck mal eine an. Von Weitem habe ich mir gedacht, da radelt sie jetzt rauf. Das sieht einladend aus, das ist eine schöne Aussicht. Das hat sich wohl noch jemand gedacht, da steht doch tatsächlich eine Bank. Tippitoppi. Das ist doch mal eine Aussicht und eine Ruhe zum Mittagessen. So, dann wollen wir erstmal das Kochgeschirr auspacken. Wie gesagt, jetzt heute letzte Mal mit Spiritus. So, was brauche ich denn? Das Schneidbrett brauche ich. Ups, den Löffel brauche ich zum Essen. Das Messer brauche ich zum Schneiden gleich. Auch nicht zu viel mitgenommen, ne? Zum Umrühren. Guck mal, noch keine Minute da. Gerade mal ausgepackt und schon die totale Unordnung hier. Ne? Da sieht man, dass ich wieder ewig das nicht gemacht habe. Dass mir schon ein bisschen die Routine fehlt. So, mal schauen, wie viele Versuche ich heute brauche. Da ist er an. Ist ja auch nicht wirklich kalt draußen, aber bei Kälte hat man dann doch schon Probleme mit Spiritus. Darum ist ja auch ein Grund, dass ich mit auf Gas umsteige und natürlich auch die gute Steuerbarkeit. Ne? Und zwar gibt es heute eine Zwiebelsuppe und das Ganze wird aufgehübscht, angereichert mit guten Maultaschen von Bürger. Die Maultaschen schneide ich mir noch ein bisschen klein, dass ich da die besser warm kriege. Dann sind die auch praktisch schon mundfertig gleich. Ne? Oh, ich freue mich. Man sollte ja auch, wenn man sich sowas zubereitet, ist ja schon mit Fertiggericht, wenn ich es mal vorher lesen, ne? Beutelinhalt in kaltes Wasser einrühren. Das klappt auch noch in schon ein bisschen warmes, hoffentlich. Und dann, was soll ich dann machen? Unter Rühren zum Kochen bringen, bei geringer Wärmezufuhr. Geringe Wärmezufuhr, das auch noch. So, den Heizregler hier. Montieren. So. Dann mal bei geringer Wärmezufuhr. Unter ständigem Rühren. So, die Maultaschen habe ich jetzt auch schon mit zur Zwiebelsuppe gegeben, damit die auch eine Chance haben, warm zu werden. Und der Topf ist ja ziemlich voll. Ist das kleine System, das 27-3er von Trangia. Ich habe jetzt hier unten schon ein bisschen, weil es zu schräg war, den Löffel drunter gemacht, dass mir das hier nicht überplatscht bei der Schräglage. Also für meinen Hunger ist der Topf ja mal gerade groß genug.
Und zum Kochen dann da irgendwie doch nicht. Da soll ich doch mal auf ein größeres Kochgeschirr umschwenken, muss ich mir mal überlegen. Da soll ich es auch erstmal regelmäßig nutzen, ne? So langsam habe ich auch richtig Hunger. Fängt jetzt auch schon an zu köcheln. 10 Minuten sind auch schon lange oben. Dann mal gucken. Die Maultasche schon eine Chance hatte, warm zu werden. So, jetzt freue ich mich aber auch, endlich was zu essen. So, guten Appetit wünsche ich mir. Herrlich. Wirklich eine herrliche Landschaft hier, eine herrliche Gegend auch zum Radfahren, sehr radfahrfreundlich, jetzt hier auch wieder in dem Vorort, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt, aber tippitoppi, würde ich dazu sagen. Jetzt mal hier, Rosarium, Göttingen, bestimmt was mit Rosen zu tun, da kann ich natürlich nicht so vorbeiradeln, das ist ja was für meine Schwiegermutter. Muss ich mal einmal hier über den Giebig trampeln. Was sind das denn, Rosen? Es waren mal welche, ne? Ich wollte gerade sagen, warum sollen die hier besser aussehen als die bei mir zu Hause im Garten? Und ich dachte, ich kann mir jetzt was abgucken hier. Ja, liebe Grüße an meine Lieblingsschwiegermutter. Ich krieg da Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ne? Kommt ja ein Klopper nach dem nächsten. Und den ganzen Tag rumradeln, die mir sowas angucken. Ja, liebe Leute, ich bin schon wieder an der Jugendherberge jetzt hier in Göttingen angekommen. Ging dann doch schneller als erwartet. Waren jetzt gut 30 Kilometer, 40 sollten das ursprünglich sein. Hätte ich die Schleife auch noch fahren können. Weißt du ja nicht, ne? Wollen wir jetzt auch keinen Druck machen und eine Gegend, in der man sich nicht auskennt. Man weiß ja nicht, wo man nochmal anhält. Aber nach dem Essen bin ich doch jetzt zügig in einem zurückgeradelt hier. Und das war eigentlich auch gar nicht weit. Man ist also richtig schnell hier raus aus der Stadt im Grün. Und das finde ich schon wirklich klasse für mein Töchterchen. Fahrrad hat sie ja hier, nutzen wird sie wahrscheinlich nicht, so wie zu Hause auch. Sie läuft ganz gerne, mache ich ja sonst auch. Ja, bevor ich mich dann jetzt für heute von euch verabschiede, noch wie versprochen die Roomtour. Wir gehen mal rein hier in die Jugendherberge im 80er-Style.
So, dann nehme ich euch jetzt mal mit hier auf die Ruhmtour in der Jugendherberge in Göttingen. Was ich gestern Abend schon spannend fand, dass mich hier so ein Zahlenschloss hat zum Türöffnen und dass das Ding hier elektromagnetisch verschlossen ist. Hier ist das Gegenstück, Eisen, hier der Elektromagnet. Fand ich schon voll spannend, wie sowas technisch funktioniert. Dann kommt dann halt hier rein. Hat so einen Aufenthaltsbereich, das ist auch klasse, mit Billardtisch. Hat auch nicht jede Jugendherberge. Getränkeautomaten. Dann, was mich gestern überrascht hat, dann hier links Bettwäsche zum Mitnehmen. Und die Bettwäsche richtig schön hier gemangelt, richtig schön platt. Das ist mir direkt aufgefallen, der geschulte Krankenpflegerblick, das kann doch wohl kein Spannbettlaken sein. Nee, und ist es auch nicht. Da durfte ich doch mal wieder richtig ein Bett machen, wie früher in der Ausbildung. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. Ja, dann hier das Treppenhaus. Das ist doch original 80er, oder? Was sagt ihr dazu? Wenn nicht sogar 70er? Alles schön gekachelt. Und dann hier mein Einzelzimmer. Es gibt ja Jugendherbergen mit richtig Einzelzimmer. So Lehrerzimmer hätte ich fast gesagt. Und hier, ich habe halt ein Viererzimmer alleine bekommen. Zum Preis vom Einzelzimmer natürlich. Ja, und dann so halt typisch Jugendherberge, ne? Zeige ich mal hier eben das Badezimmer, Waschbecken, Dusche. So sehe ich aus, wenn ich filme mit versteckter Kamera. Toilette, wen es interessiert. Und da sieht man ja, ich hätte fast gesagt, wie auf dem Schiff hier, dass das nachträglich eingebaut wurde, war wahrscheinlich mal früher ein größeres Gruppenzimmer. Und da hat man halt diese Nasszellen eingebaut. Ist auch nicht in jeder Jugendherberge. Ich hatte auch schon mal eine Jugendherberge, Schwerin war das, wo dann die Duschen im Keller waren für alle. So Sammelduschen. Ja. Ja, nach dieser kleinen Führung durch die Jugendherberge hier geht mein Film leider schon wieder zu Ende. Ja, mir hat es wirklich, wirklich richtig Spaß gemacht, hier in Göttingen ein bisschen drumherum zu radeln. Wirklich wunderschöne Gegend und dann im Herbst mit diesen Färbungen vom Laub. Ich bin total begeistert. Also ich bin voll des Lobes, dass meine Tochter sich einen Studienplatz jetzt hier in Göttingen ausgesucht hat. Da werde ich ja bestimmt nicht zum letzten Mal gewesen sein. So ein Studium dauert ja bekanntlich ein paar Jahre. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, mich hier heute zu begleiten. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht hat, darf natürlich auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Und worüber ich mich immer sehr freue, sind auch Kommentare. Ja? Schreibt mir eure Meinung dazu. Ich habe am Anfang des Films auch gesagt, dass ich das Bild nicht so krass stabilisiere, wie die Kamera es könnte. Bin mal gespannt, ob sie überhaupt wackelige Bilder produzieren kann. Aber ich finde es halt, wie gesagt, natürlicher. Und ja, schreibt mir doch eure Meinung zu meinem kleinen Ausflug heute. Ich bin auf jeden Fall motiviert, hier noch mehr Touren zu unternehmen. Eigentlich habe ich ja noch gar nicht viel von der Stadt gesehen. Andererseits habe ich total viele Eindrücke. Mir kommt der Start heute Morgen am Bismarcktor schon ewig lange her, als ob schon ein paar Tage her ist. Da sind es gerade mal ein paar Stunden. Halt sehr viele Eindrücke. Und ich glaube, dieses Format werde ich noch mal öfter wählen, dass ich mal einfach irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war, mir da eine Tour bei Komoot raussuche und einfach drauf losradeln und mal schauen, was ich da vor die Linse bekomme. Ja, ich sage jedenfalls danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo.